Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Leute, erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr dieses Projekt hier so feiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass super viele Leute sich dieses Video anschauen und so viel Interesse an so einem alten Bagger haben. Aber hier oben ist gerade Werbevideo eingeblendet, weil ich da ein Produkt liegen habe. Das habt ihr im letzten Video vielleicht schon im Hintergrund gesehen und genau darum geht es heute, um ein klassisches Review. Wer meinen Kanal schon etwas länger folgt, der weiß, dass ich immer mal wieder so ein paar Reviews gemacht habe und auch Innovationen vorgestellt habe, wo ich sage, die finde ich relevant, darüber zu berichten. Und in dem Fall seht ihr, hier steht Jägermeister drauf und hier unten steht, glaube ich, auch drauf, worum es schon geht. Die haben mich nämlich netterweise angeschrieben und gesagt, hättest du nicht Bock, die vorzustellen? Und das ist so ein klassisches Review mal wieder. Es passt tatsächlich gar nicht so jetzt in den Tag rein, weil ihr wollt ja normalerweise mal Löschfahrzeug sehen, aber heute gibt es mal so ein klassisches Review, so wie ihr das früher auf meinem Hütchenspielertisch auf meinem Kanal gesehen habt. Genau. Wo stelle ich mir so ein Ding eigentlich am interessantesten vor? In Clubs. Wenn ich in Clubs bin und viele Leute bedienen möchte, habe ich so ein Ding da stehen und das habt ihr bestimmt mal gesehen, dass da solche Geräte stehen, um halt entsprechend den Kräuterlikör da zu zapfen und den auch direkt runter zu kühlen. Und genau das Ding gibt es jetzt auch für den Privatanwender und deswegen ist es auch für mich spannend, für euch da draußen natürlich auch, dieses Ding einfach mal vorzustellen, damit, wenn ihr auf der nächsten Party seid oder eine Party schmeißt, so wie ich am Wochenende und leider das Ding noch nicht da hatte, dann könnt ihr es halt aufstellen und theoretisch könntet ihr dann den Jägermeister zapfen. Und ob es jetzt natürlich das ist, was ich gerade schon so angepriesen habe, würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wie lange das einfach schon her ist, als ich das letzte Review gemacht habe. Okay, Leute, das Game beginnt. Wir haben eine Betriebsanleitung. Wir haben höchstwahrscheinlich schon mal ein, ich wollte schon sagen Filter, aber ich denke mal, das wird das Ding sein, um letztendlich da die Pinchen drauf abzustellen. Zwei Sachen, drei Sachen. Hier ist nochmal eine Verschraubung und hier befindet sich der Stecker. Den sollte ich jetzt nicht abschneiden, weil sonst wäre das Video sofort zu Ende. Ah, komm, beiseite. Und da ist das Ding schon, krass. Jetzt bin ich gespannt. Da haben wir noch mal ein bisschen Styropor. Da haben wir noch mal ein bisschen Styropor. Geil. Ja, warum habe ich den Tisch nicht noch ein bisschen höher gebaut? Könnte noch mal so ein paar Etappen draufpacken. Achtung! Nice! Okay, hier haben wir so ein gefrästes Plexiglas-Logo. Hier oben haben wir eine Klappe, die wir öffnen können. Und wahrscheinlich passt dieses Ding da rein. Ja, sieht gut aus. Die Verzahnung passt. Jetzt ist die Frage, lese ich mir eine Betriebsanleitung dafür durch oder nicht? Ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen das Teil hier. Genau, da hast du so ein Nut- und Federprinzip. Nee. Genau, jetzt ist es fest und somit wäre die Maschine theoretisch einsatzbereit. Damit ich euch jetzt nicht irgendeinen Quatsch erzähle, würde ich sagen, ich gucke doch nochmal in die Betriebsanleitung rein, weil grundsätzlich, egal welches Produkt ihr kauft, müsst ihr natürlich immer da reinschauen. Steht auch definitiv am Anfang drin. Und da steht dann auch nochmal genau aufgezeichnet, was ihr beachten müsst. Die Ventilation natürlich, ihr könnt so ein Ding jetzt nicht komplett zubauen. Machen auch viele Leute und wundern sich dann, warum so ein Teil kaputt geht. Deswegen immer für ausreichend Ventilation sorgen. Das weiß ich schon, bevor ich diese Anleitung gelesen habe. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Was steht denn da? Cleaning. Ach guck mal, kannst du sogar eintragen, wann das Ding gecleant wurde und wie das Ding gecleant wurde. Zufälligerweise habe ich noch in der Hosentasche von letzter Woche eine in Knisterfolie eingepackte Jägermeisterflasche. Es ist die Größe, bam bam bam, 500 Milliliter, also eine kleine Flasche jetzt in dem Fall. Die bekommt ihr nicht dabei, wenn ihr dieses Set hier kauft. Das heißt, ihr bekommt das reine Blanko-Set, aber ihr müsst unten in die Videobeschreibung gucken, weil es gibt halt dieses Teil exklusiv nur bei Jägermeister auf der Website. Und unten steht der Link in der Videobeschreibung. Okay, wir öffnen also unser magisches Buch der Hoffnung und Wunder und haben direkt eine dicke Anleitung übrigens, die gar nicht so dick ist, weil es in unterschiedlichen Sprachen da drin steht. El Paso 4, 3, 2, 1. Nein, wir nehmen die generellen Informationen auf Deutsch. Und da beginnt es. Ihre Bottle-Tap-Maschine an der Bar aufstellen. Okay, wir haben also schon die Bottle-Tap-Maschine an unserer Bar, an unserem Hütchenspielertisch aufgestellt. Wir haben die Zapf-Hahn-Geschichte hier auch schon montiert. Die müsste man, glaube ich, also hier steht zumindest, dass man die montieren könnte. Nehmen Sie die Standfüße an der Bottle-Tap-Maschine nicht ab. Das heißt, wir haben noch Standfüße unten drunter, Gummifüße. Wir haben das Ding da dran. Das passt alles soweit. Und jetzt kommt Schritt 1. Prüfen Sie, ob die Dichtung im Flaschenstopfen richtig sitzt. Nehmen Sie die Verschlusskappe von der Jägermeisterflasche ab und bringen Sie den Flaschenstopfen über den Flaschenhals in Position. Ich habe jetzt tatsächlich schon wieder vergessen, was ich machen soll. Aber es ist ja theoretisch selbsterklärend. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Adapter hier fest auf der Flasche montiert ist. Die hat auch das passende Gewinde wie der Deckel. Nicht zu fest drehen, weil sonst dreht ihr das Ding durch und jetzt wäre theoretisch das Teil schon einsatzbereit. What is the next step? Aufbaubedienung, allgemeines. Nee, da war ich schon wieder. Geil, ey, das auch. Man muss das ganz ehrlich mal zeigen. Ich lese tatsächlich nie Gebrauchsanleitung, aber die ist farblich schon und von der Wertigkeit so geil, dass das Spaß macht, da reinzuschauen. Okay, da ist die Bottle-Maschine. Der Aufbau, das haben wir schon hinter uns gebracht. Jetzt hätten wir das Ding draufgeschraubt, aufgesetzter Flaschenstopfen. Und jetzt aufsetzen der Flasche auf die Bottle-Tap-Maschine. Klappen Sie die Abdeckung des Flaschenschachts auf.
Stellen Sie die Flasche langsam und vorsichtig auf den Kopf und positionieren Sie direkt oberhalb der One-Bottle-Tap-Maschine. Wenn Jägermeister aus der Flasche tropft, überprüfen Sie, ob der Flaschenstopfen fest angeschraubt ist. Okay, ist dicht, scheint zu funktionieren. Das heißt, jetzt müssen wir das Ding da nur noch einführen und dann den Stecker reinstecken. Moment, ich gehe mal direkt weiter, dann muss ich hier nicht immer wieder zwischendurch reinschauen. Ja, das war eigentlich schon. Also theoretisch kann man die schon einschalten, während da gar keine Flasche drauf ist, aber ergibt ja wenig Sinn, weil das hat bestimmt auch was mit einer Entlüftung oder so zu tun, dass ihr euch da ja nicht so... Nee, wobei geht ja gar nicht, ne? Die Entlüftung hat er ja gar nicht. Das heißt, ich ziehe den Hebel und öffne damit oben. Öffne ich irgendwas damit? Nee, ne? Da tut sich gar nichts. Doch, da geht eine Membrane auf, glaube ich. Oh, ich glaube, hier sind LEDs drin. Okay, das heißt also, wir nehmen jetzt die Flasche, stellen die, wenn die dicht sein sollte, in dem Fall ist sie dicht, wenn sie nicht dicht ist, müsst ihr ein bisschen fester ziehen, hier oben einfach drauf. Die arretiert sich jetzt hier unten in den Zahnkranz. Ist das normal, dass jetzt die Flasche schon leer zieht? Ist da gleich auch noch was für mich drin oder macht er die Flasche jetzt komplett leer? Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, das läuft jetzt hier nicht raus, oder? Hallo? Was ist jetzt hier los? Ich habe noch gar nicht gezapft und der hat die Flasche jetzt gleich schon leer. Okay, Leute, ich gehe davon aus, dass natürlich die Maschine, wenn die nagelneu ist, definitiv erstmal ein bisschen Luft braucht, beziehungsweise ein bisschen Inhalt, um auch zu funktionieren. Das heißt, die erste Flasche ist leer. Glücklicherweise habe ich noch eine zweite Flasche dabei. Man mag es kaum glauben, aber es wirkt so, als würde das Ding sich erstmal vorfüllen. Und ja, die Flaschen sind relativ klein. Ihr kriegt die Flaschen natürlich in verschiedenen Variationen. Und ich glaube, das war jetzt einfach das Problem. Also wieder draufschrauben, zusehen, dass das Ding dicht ist, schauen, ob das Ding dicht ist und dann draufstecken und hoffen, dass die Flasche, ach guck mal, sich nicht wieder leer saugt. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Strom für die ganze Angelegenheit. Hier ist noch ein bisschen Papier drum. So, Knisterpapier auch nochmal weg. Den Stecker freimachen. Ich würde sagen, das sind so um die 2 Meter, die ihr an Länge gewinnen könnt. Und jetzt geht's los. Okay, ich weiß jetzt noch nicht, Min und Max. Ich würde jetzt einfach mal so die Mitte einstellen. Hör auf! Jetzt habe ich die Flasche nur falsch rum drin, aber ich könnte ja theoretisch nochmal abziehen und umdrehen, damit das cooler aussieht. Geil. Die ist sogar beleuchtet. Herr Schneider, können Sie das Licht kurz ausmachen? Ja, okay. Können Sie das andere Licht nochmal ausmachen? Cool. Ist ja richtig nice. Das heißt, die Flasche ist beleuchtet, das Ding hier ist auch beleuchtet, der Zapfhahn ist beleuchtet, die Logos sind beleuchtet. Rückseitig auch oder? Nicht, macht aber gar keinen Sinn. Nee, rückseitig nicht. Aber das sieht schon mal ganz cool aus. So Leute, der Hütchenspielertisch ist ein bisschen aufgeräumt und ihr seht, das Ding läuft. Und wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr dieses leise Surren, beziehungsweise da läuft ein Lüfter drin, der das Ding hier runterkühlt. Und ihr könnt jetzt hier schon anhand des Zapfhahns merken, gut, in der Kamera jetzt natürlich nicht, in live dann letztendlich, dass das Ding ultra kalt wird. Und auch die Flasche hier oben wird mitgekühlt und das Ding soll bis minus 18 Grad runterkühlen. Und zufälligerweise habe ich auch die passenden, spannenden Pinchen. Sind das Pinchen? Ganz normale Pinchen, die gibt es natürlich auch im Online-Shop. Wenn ihr diese Maschine kauft, bekommt ihr die quasi blanko. Ihr braucht den Jägermeister dazu noch und wenn ihr Bock habt und die Hardcore-Fans seid, könnt ihr dieses Pinchen hier noch dazu erwerben als Set mit insgesamt. 6 Stück. Ich meine, natürlich wird es auch mit anderen Pinchen funktionieren, aber die sehen halt schon ultra geil aus und die sind halt schön mattiert. Unten drunter ist noch ein Jägermeister-Logo und hier steht auch Jägermeister drauf. Das heißt, ich stelle das Ding jetzt hier drunter und würde theoretisch jetzt den Hebel ziehen. Ah, steht da mittig? Steht da mittig? Ich weiß es nicht. Ziehe ich jetzt den Hebel hier auf minus 18 Grad und da kommt's. Also kalt ist das Pinchen definitiv schon. Es sind noch nicht die minus 18 Grad. Ihr müsst natürlich ein bisschen warten, weil die Maschine zum einen natürlich neu ist. Zum anderen hat die ja jetzt erstmal 500 Milliliter. Ihr habt ja am Anfang gesehen, die rasselt sich erstmal die 500 Milliliter rein, um die Maschine zu füllen und das runterzukühlen. Und das hier oben ist quasi immer wieder Nachschub. Das heißt, ihr könnt unendliche Flaschen oben drauf stecken oder ja, ihr kommt damit aus. Aber ich finde, 2x500 Milliliter funktioniert eigentlich schon ganz gut. Das ist die Frage. Wann erreichen wir die minus 18 Grad? Sind das schon minus 18 Grad? Wir haben leider kein Thermometer da, sonst hätte ich das direkt mal gemessen. Nur finde ich tatsächlich das Ding hier für die Halle viel zu schade. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, das Teil nochmal ausmachen, wieder ins Büro fahren und bei uns in der Küche aufstellen, weil da wird es definitiv öfter eingesetzt als hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. So, die Position gewechselt und ich finde tatsächlich, schaut es euch an, Leute, in der Küche hier bei uns im Büro, macht das schon einen ganz anderen Eindruck, oder?
Licht wieder an und ja, hier wirkt es definitiv besser als bei mir in der Schrauberhalle. Wobei, beide Locations sind eigentlich gar nicht schlecht. Und ihr habt es gerade schön gesehen, das Logo leuchtet, das Logo leuchtet, das Logo leuchtet und die Flasche hier oben ist beleuchtet. Aber Moment mal, wir können ja den ultimativen Test machen. Das heißt, wir stellen unser Pinnchen beiseite, haken das Ding hier aus und schieben dieses ganze Ding einmal nach vorne. Ne? Und jetzt füllen wir einfach die Flasche und schauen einfach mal, ob wir wirklich die Kälte erwischen, die das Ding uns anpreist. Können wir natürlich jetzt nicht anhand der Finger beurteilen, aber man wird ja sehen, ob die Flasche Frostansätze hat oder nicht. Jetzt bin ich gespannt. Die ist auf jeden Fall schon mal schweinekalt. Ich glaube, diese minus 18 Grad erfüllt das Ding tatsächlich. Boah. Leute, seht ihr das? Die fängt langsam an zu beschlagen. Heftig. Würde ich das Produkt empfehlen oder würde ich das Produkt nicht empfehlen? Ich habe ja gerade auch gesagt, bei mir geht es halt wirklich um realen Content und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, es ist das beste Produkt auf diesem Planeten, ihr müsst euch das Ding holen, sondern es geht darum, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Wenn ihr natürlich jetzt die Party-People überhaupt seid und jedes Wochenende eine große Party anstehen habt, macht das auf jeden Fall Sinn. Grundsätzlich macht es eigentlich immer Sinn, weil... Ja, das Ding sieht auch in der Küche ziemlich cool aus. Ihr könnt unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es auch hier die ultimativen Pinnchen und diverses weiteres Zubehör. Ich habe auch gesehen, es gibt coole Hoodies. Vielleicht lege ich mir da auch noch einen zu. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, Hälse noch im Dunkeln oder mal wieder das Löschfahrzeugprojekt weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und es war tatsächlich witzig. Jetzt höre ich im Hintergrund, er kühlt wieder runter. Und jetzt werde ich gleich noch mal ein paar Freunde einladen, glaube ich. Und dann das Ding genießen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.